Sachte, sachte. Steht nicht zu schnell auf. Wie geht es euch? Wo ist Sphina? Inigo, hast du sie irgendwo gesehen? Und du? Du hast mich angeschossen. Nein, ich habe euch das Leben gerettet. Meine Pfeilspitze war in ein besonderes lähmendes Gift getaucht. Das hat euren Herzschlag verlangsamt und euch vor dem Verbluten bewahrt. Hätte ich euch umbringen wollen, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Und wieso habt ihr mich dann gerettet? Ursprünglich wollte ich den Pfeil für Mercer verwenden, aber ich hatte kein freies Schussfeld. Ja. Ich habe mich im Bruchteil einer Sekunde dafür entschieden, euch aus dem Weg zu räumen und damit euren Tod verhindert. Gott sei Dank hat er dir nichts angetan. Nun, dann stehe ich wohl an eurer Schuld. Mehr als ihr euch jemals vorstellen könnt. Ich habe ein Jahr gebraucht, um das Gift für diesen Pfeil zu perfektionieren. Ich hatte nur gehofft, Mercer lebend gefangen zu nehmen. Dann hättet ihr wahrscheinlich auf ihn schießen sollen. Aber warum wollt ihr ihn überhaupt lebend? Mercer muss der Gilde vorgeführt werden, um sich für seine Taten zu verantworten. Er muss für den Mord an Gallus bezahlen. Dachte ich mir doch. Und wie wollt ihr das beweisen? Mein Plan, Mercer ausgerechnet in der Schneeschleierzuflucht einen Hinterhalt zu legen, war mehr als nur reine Ironie. Vor eurem Eintreffen habe ich ein Tagebuch bei Gallus Überresten gefunden. Darin finden wir sicher die Informationen, die wir brauchen. Und was steht da drin? Ich wünschte, ich wüsste es. Das Tagebuch ist in einer Schrift geschrieben, die ich noch nie gesehen habe. Vielleicht kann das irgendwer übersetzen. Entier, Gallus Freund an der Akademie von Winterfeste. Natürlich. Er ist der einzige Außenstehende, dem Gallus das Wissen um seine Identität als Nachtigall anvertraut hat. Schon wieder dieses Wort. Nachtigall. Es gab drei von uns. Mich selbst, Gallus und Mercer. Wir waren ein anonymes Fragment der Diebesgilde in Rifton. Vielleicht erzähle ich euch später mehr davon. Zunächst aber müsst ihr mit dem Tagebuch nach Winterfeste gehen und eine Übersetzung besorgen. Hier, nehmt auch diese. Die könnten sich auf eurer Reise als nützlich erweisen. Wollt ihr nicht mit mir nach Winterfeste kommen? Leider nicht. Ich muss noch Vorbereitungen treffen und Gallus Überreste bestatten. Ich verspreche euch, dort aufzusuchen, sobald ich kann. Und wieso ist Mercer noch nicht tot? Mercer hat die Gilde belogen, mich als Mörderin gebrandmarkt und meinen Namen bei all seinen Kontakten in den Schmutz gezogen. 25 Jahre lang war ich auf der Flucht, habe niemals zweimal am gleichen Ort geschlafen und sorgfältig meine Spuren verwischt. Mercer soll nicht sterben. Er soll die kalte Hand des Schicksals zu spüren bekommen, wenn sein Leben vor seinen Augen in Trümmer fällt und er von der Gilde gejagt wird. Ich bin dafür. Hast du übrigens gut gehalten in der Zeit. Das nächste Mal werden wir allerdings vielleicht keine andere Wahl haben. Ich verspreche euch, wenn es soweit kommt und ich mit dem Rücken zur Wand stehe, werde ich keinen Moment zögern. Gut. Nun, da ich seine sehr seltsam verzerrte Art der Story gehört habe, habt ihr noch irgendetwas über Gallus zu erzählen? Er war ein Gelehrter, ein Meisterdieb und ein geborener Anführer. Alle respektierten ihn und folgten ihm ohne zu zögern. Es war Gallus, der mich bei den Nachtigallen einführte, der meine Fertigkeiten schulte und verfeinerte. Ihm verdanke ich alles. Wir standen uns sehr nahe. Wart ihr denn ein Paar? Gallus sagte einmal, dass er sich in meiner Gegenwart wohlfühle und sich entspannen könne. Ich kann nicht umhin, mich für das verantwortlich zu fühlen, was ihm zugestoßen ist. Denkt dran, sprecht nur mit Entier, vertraut niemand anderem. Gut.
Oh, und tut mir leid um dein Pferd. Na, ein Lücker der Arsch, dir nichts getan. Hätte ja sonst was passieren können, als er meinte, er müsste einfach über mich hinüber wegrennen. Nehme an, du hast sie versteckt. Ist das da hinten eventuell schon Winterfeste? Ja, das müsste es sein. Was sagt unsere kleine Superkarte? Die Karte sagt, hey Alter, ich würde das nicht auf dem Weg versuchen. Aber ich bin beinahe geneigt, dort hinaufzugehen. Müssen wir nochmal dort hineingehen? Ich glaube nicht, oder? Die haben uns extra schon den Drachenschrein präsentiert, damit man nicht nochmal zurückrennen muss. Schätze ich mal. Deswegen vertraue ich jetzt einfach mal darauf, dass dort nichts mehr drin ist und ich nicht jetzt euch unbedingt umsonst da nochmal eine Viertelstunde durchziehen muss. Außerdem stand ja da, es sei abgeschlossen. Oh, ich hoffe, das haut uns jetzt nicht um, wenn wir den Berg hinaufgehen. Na, wahrscheinlich wird's das. Aber es gibt Schlimmeres. Hoffe ich. Nicht hoffe ich, weiß ich. Hoffen tue ich andere Sachen. So, richtiger Weg? Richtiger Weg. Doch nicht richtiger Weg. Es ist ein Berg, immerhin. Oh, nicht schon wieder die. Hey! Mistvieh. Lass meine Frau in Ruhe. Ja, euch hängt das wahrscheinlich mittlerweile zum Hals hinaus. Aber offenbar scheint niemand anders das zu kapieren in dieser Welt. Was ist mit Drachen? Ich hoffe, es ist keiner auf diesem Gipfel. Doch, eigentlich hoffe ich, es ist einer auf dem Gipfel. Denn genau deswegen gehe ich ja gerade auf den Gipfel, aber... Wer weiß. Verlaufen? Verlaufen. Dies ist der Pfad in die Höhe. Irgendwohin. Dieser Pfad ist sehr verwirrend, wenn ich dies anmerken darf. Ich werde gleich sehen, ob ich hier irgendwo noch rumkomme. Das könnte wehtun. Ah, das tat weh. Haben wir mittendrin? Ne, toll. Spiel stürzt ab. Auch gut. Auch gut, dann mache ich mal kurz, halte ich mal kurz an und starte gleich die nächste Aufnahme. Ne? Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir wissen, der Weg hinauf bringt nichts, also anderer Weg. war ja jetzt ausgedehnt. Krass. So. Ach, weißt du, wir laufen einfach. Laufen wir gerade durch? Nee, wir nehmen mal den richtigen Weg. Hoffentlich. Mit dem Absturz kam der Absturz, könnte man fast meinen. Na, auch gut. So konnte ich wenigstens relativ gut teilen, die Folgen. Oh. 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 Eine riesige Statue. Und ein Hund.
Und Sweeney ist schon wieder weg. Danke sehr, Herr Frosttroll. Dies war ein wirklich interessantes Aufeinandertreffen. If this weather keeps up, maybe I'll grow a white coat. Tu das nicht. Ich meine, guck dir meine Süße an. Willst du sie etwa nacheifern? Ich meine, ich kann es verstehen. Du bist jetzt nicht mehr mein Nummer 1 Kater auf der Reise, aber... Na doch, der Kater schon, aber nicht die Katze. Der will dich nachmachen. Komm. Also, solange er dich nicht anmacht, ist mir das alles egal. Ich will ja jetzt hier niemandem vorschreiben, wie er sein Fell zu färben hat. So, wie bin ich denn jetzt gelaufen, dass ich hier gelandet bin? Ah, ja. Keine Ahnung, aber auch gut. Ich gehe mal davon aus, dass das hier hinaufführt und wenn nicht, dann nicht. Höhle der Todgeburt? Ist die hier etwa irgendwo? An jene Welche erinnere ich mich noch. Gerade versuche ich allerdings eher einen Weg hinauf auf diesen Berg zu finden. Na schön, gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Weißt du, ich habe gerade eher keine Meinung dazu. Eher würde ich bevorzugen, dass du stirbst. Dann ist das wohl euer letzter Stockkampf. Wieso habe ich... So, du Vollidiot, war es das jetzt wert? Apotheus-Handschuhe, die nehme ich mal mit. Die sehen nämlich cool aus. Dietrich hier sowieso. Gold, Granat, ja. Messer der Vorfahren immer. Rotwadron-Dolch immer. Schneebärenrüstung jetzt nicht unbedingt. Hände. Ich trage diese und würde gerne auf diese wechseln. Wunderschön. Der nächste Dieb, bitte. Oh, okay. Sag mal, dein Dings hier, dein Seebärenrüstung. 75, ja, leichter. Was haben ich als Rüstung? Ohne Bogenschützenrüstung. So, wie war das? Ich zieh die mal an. Danke sehr. Frieren Sie zu Tode, verdammte Argonia. Zäh, denkt eine Echse und der kann... sieht eine Echse und der denkt, der kann alles mit mir machen. So, ich glaube, wir waren dabei, als die Leute hier gestorben sind. Genau, okay. Hier führt also kein Weg hinaus. You smell a little dog-like today. Danke. Kater. Sauf mal weniger. Dann sehen wir weiter. Wie komme ich hinauf auf diesen Schrein? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Wir werden es sehen. Denke ich. Ja doch, ich weiß noch, im Testspiel stand, als ich hier das erste Mal hinuntergekommen bin, haben die hier unten einen riesengroßen Krieg gespielt. War im Prinzip die Brigade, die da oben gestorben ist, nur hier unten mit Feuerbällen und allem drum und dran. Da hat sich noch so eine Trollgruppe hinzugesillt. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Ernsthaft, was soll das, Leute? Wer unbedingt sterben will, muss ich doch nur zu Worte melden. Man muss nicht meine Freunde angreifen. Ah, toll. Hier geht's nach oben. Und wir gehen den ganzen Weg außen rum. Blöd wie ich bin.
ich war hier halt noch nie, ja? Also ein bisschen Rücksicht auf die nicht so ganz ortskundige Echse.